wenn die Studierenden frei arbeiten und sich bei uns auch ihre Aufgaben in den Projekten suchen dürfen, dann suchen sie sich natürlich etwas aus, ja, was sie gerne machen wollen, wo sie dann hinterher auch mit Leidenschaft dran arbeiten. Und das kann sich ja jeder vorstellen, dass etwas, wo man mit Leidenschaft dran arbeitet, man natürlich deutlich effizienter ist und engagierter ist, als wenn man eine Aufgabe vorgesetzt kriegt. Der Schwerpunkt ist Meeresenergiesysteme und Messtechnik. Also, und das heißt, dass wir uns um die Messtechnik kümmern und um Geräte, um Energie aus dem Meer zu ernten. Das ist die Energie für die Zukunft. Im Augenblick holen wir da noch nicht viel raus, aber in 20 Jahren dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir aus den Wellen, die bei uns in den Meeren sind, Energie gewinnen, dass wir aus Strömung Energie gewinnen. Man kann aber auch aus Salzgehaltsunterschieden Energie gewinnen oder aus Temperaturunterschieden. Eine Tendenz hin, dass die Fachhochschulen sich immer mehr den Universitäten angleichen, die eigentlich als Vorbild nehmen und dadurch immer theoretischer werden, was ich aber nicht gut finde. Also aus meiner Praxis, aus der Industrie, habe ich lieber Fachhochschulingenieure eingestellt als Universitätsingenieure, gerade wenn wir Entwicklungsarbeiten für irgendwelche Geräte haben. Das Kraftwerk ist ein Kraftwerk, wo wir aus Wellen elektrische Energie gewinnen. Und das war der Umweg bei diesem Modell. Das ist eine oszillierende Wassersäule, heißt das, wo durch das Wasser ein Luftraum komprimiert und dekomprimiert wird. Und dann wird damit eine Turbine angetrieben. So, und dieses Kraftwerk haben wir gesehen in einem Wellentank, damit wir hier vor Ort eben das Kraftwerk testen können und sehen können, wie effizient funktioniert das überhaupt. Damit wir dafür nicht richtig ins Meer gehen müssen, sondern solche Optimierungen und Untersuchungen auch bei uns im Labor machen können. Und genau dafür, für solche Optimierungen, nicht nur für dieses Kraftwerk, sondern auch für andere, dafür entwickeln wir den Wellentank. Wir haben erfahren, dass wenn wir den Studierenden freie Zeit geben, dass sie dann viel mehr im Labor sind, als wenn wir sagen, ihr müsst anderthalb Stunden da sein. Denn dann hauen sie nach anderthalb Stunden wieder ab. Und wenn sie frei sind, sind sie 3 Tage hier.